Ihnen ist ein Fehler unterlaufen. Aus welchem Grund sollte ich 73 Minuten mit Argentinien telefonieren? Ich kenne niemanden in Argentinien. Aber ich spreche nicht mal Spanisch. Ich meine... Okay, un poquito. Natürlich weiß ich noch ein bisschen was aus der Schule. Uno, dos, tres. ¿Cómo se llama? Me llama Juan. ¿Qué será, será? Ah, ¿qué será, será? Whatever will be, will... Oh, Sie ziehen die Rechnung zurück. Danke sehr. Adios. Hi, was geht ab? Hallo, Lester. Oh, ich bezahle nur ein paar Rechnungen. Hey, machst du jeden Tag dasselbe? Ja, ich bezahle Rechnungen immer an dem Tag, an dem sie kommen. Das ist zwanghaft bei mir. Es ist lächerlich, aber ich verspüre ununterbrochen den Drang, irgendetwas zu machen, was mir sinnvoll erscheint. Mir geht's genauso. Hallo, Baby. Hallo, Schatz. Die Sportillustrierte, gerade eingetroffen. Ah, danke, das kann ich jetzt gebrauchen. Heute war wieder eins von den Douglas-Kindern da. Hat es dich wieder gebissen? Beißen tut seine Mutter. Ihr Sohn sticht mir immer mit dem Finger ins Auge. Und da sitzt der Mann, der mich später mal versorgen wird. Hä? Ach, vergiss es. Ich möchte jetzt nur ein klein wenig allein sein. Eine halbe Stunde nur, das reicht. Ich lese ein bisschen in meiner Zeitung und höre dabei leise Lena Horn. Du heißt nicht Lena Horn, oder? Du heißt ja auch nicht Nat King Cole. Sieh dir das an, schon wieder so ein furchtbares Flugzeugunglück. Also, ich bin der Meinung, die Menschen sollten nicht mehr ihr Haus verlassen. Weißt du, ich glaube, du bist nicht sehr gefährdet. Sie ist wirklich ein Scheusal. Das sagt Grandma auch über dich. Die Post! Wo ist die Post? Ich hab sie, Terry. Nein, 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 ich kann nicht hinsehen. Sag mir, was da ist. Oh ja, na gut, ich sehe nach. Ein Strafzettel? So gewinnen Sie spielend $1,000,000. Das würde das Problem mit dem Strafzettel lösen. Ist das alles? Sieh nach, sieh nach. Oh, hier ist noch einer. Und da steht drauf, mehr Chancengleichheit bei der Stipendienverteilung. Das ist er. Danke. Bravo, du hast es geschafft. Das ist wunderbar. Da steht nur drin, ob er in die engere Wahl kommt. Richtig? Ja, dann kommt noch so ein Vorstellungsgespräch und dann gibt's $5,000 jährlich fürs College. Hey, verschwende es nicht fürs College. Gib es deiner Familie. Mach du ihn auf, Dad. Soll ich ihn etwa vorlesen? Ja, ja, gute Idee, aber wenn's eine Absage ist, dann sag's mir nicht. Und was soll ich dann tun? Dann sag ihm, er hat bestanden. Oh, Lester, das ist doch aber eine lächerliche Idee. Früher oder später wird er ja doch damit konfrontiert. Okay, okay, wie wär's damit, hä? Im Falle, dass er's geschafft hat, sagt er es ihm. Und wenn nicht, sagt Dad keinen Ton, hä? Du bist in der Auswahl, Terry. Ja! Dad, jetzt hatte ich das Problem gerade auf der Reihe. Ich bin in der Auswahl! In der Auswahl! Terry, das ist großartig. Hey, gut gemacht, Sohnemann. Danke, Dad. Ich bin stolz auf dich. Und wie geht's weiter? Warte eine Sekunde. Ich muss eine Penelope Atwater anrufen und, das Gespräch findet bei ihr zu Hause statt. Penelope Atwater ist dafür zuständig? Hey, sie ist mein Idol. Sie ist eine der größten Philanthropistinnen in der ganzen Welt. Ja, aber nur, wenn sie nett zu mir ist. Ich bin in der Auswahl, bin in der Auswahl. Hey, das ist der Hit. Wozu die Aufregung? Was ist los? Mrs. B, alles ist los. Das Leben ist wundervoll. Ja! Yeah. Er ist noch jung, er lernt's noch. Okay, okay. Doug, Miss Atwater! Hey Mädel, was läuft denn so außer der Nase? Hallöchen! Nee, 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 das ist es noch nicht. Ah, ah, ich brauche das Telefon. Und wozu brauchst du das Telefon? Ich bin dabei, Miss Atwater anzurufen. Ah, oh, alles klar. Und wie läuft's? Oh,
Ich muss ein wichtiges Gespräch führen und ich fühle mich gehemmt, wenn noch jemand im Raum ist. Das verstehst du sicher, oder? Ach, klar, ich kenne das. Ich bin genauso. Und weißt du, das erinnert mich gerade an meine College-Zeit. In einer gewissen Situation war es unumgänglich, dass ich den Direktor des Colleges anrufen musste. Ich war nervös und zittrig und... Oh, alles klar. Bin schon weg. Viel Glück. Ist eine nette Geschichte. Vielleicht ein andermal. Miss Atwater? Hier ist Terence Freeman. Sie wissen, wer ich bin. Ja. Ja, genau. Ich wollte nur sagen, dass es mich freut, in der engeren Wahl zu sein. Und ich werde Sie aufsuchen, sobald es meine Zeit zulässt. Was? Sobald es Ihre Zeit zulässt. Ja, Donnerstagabend um 7, ja. Ja, Miss Atwater, das käme mir wirklich sehr gelegen. Ist das Miss Atwater? Aha. Von da aus nur 100 Meter zur Bushaltestelle. Wie ist sie denn? Ist sie nett? Ja, natürlich. Natürlich passt mir das. Genau. Ja. Ich werde sie dann anrufen. Okay. Also dann. Danke. Was ist, ha? Hast du ein Problem? Du hast mit ihr gesprochen, mit Penelope Atwater. Nein, wirklich? Mhm. Halt dich nicht aus, ey. Hey, weißt du eigentlich, wie berühmt diese wundervolle Frau ist? Terry, sie hat unermesslich viel für den Planeten Erde getan. Na gut, und in Zukunft kümmert sie sich um den Planeten Terry. Ich muss sie kennenlernen. Wirklich, ja? Gut, dann bewirb dich um Stipendium. Ich fürchte nur, dass die Vollidiotenquote leider schon erschöpft ist, Schwesterherz. Terry, sei nett. Nimm mich bitte mit zu ihr, ja? Nein! Bitte, ich will Sie nur kurz etwas fragen. Ich möchte Sie bitten, an unserer Schule eine Rede zu halten. Gut, ich denke drüber nach. Nein! Okay, jetzt warte mal, lass mich ausreden, ja? Was ist los? Meine Anwesenheit verhilft dir ganz sicher zu einem Stipendium. Sprich nur weiter. Nun, Mrs. Atwater und ich arbeiten für dieselben Ziele. Ich habe weitaus mehr gemeinsam mit ihr als du. Es wird sie sicher beeindrucken, dass du so eine Schwester hast. Oh, das geht daneben. Ich fühle es. Hör zu, es geht um dich. Du musst deine Chance wahrnehmen, Terry. Langsam, ja, du vernebelst mir die Sicht. Guter Terry, schöner Terry. Niemand zählt außer Terry. Terry ist der Schönste. Aha, Terry, 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 Terry! Okay, einverstanden. Ah, guten Abend. Mrs. Atwater, ich bin Terence Freeman. Freut mich, Terence. Komm rein. Das ist meine Stiefschwester, Katie Davis. Sie wollte kurz guten Abend sagen und dann gleich wieder verschwinden. Herzlich willkommen, Katie. Hallo. Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, dass Katie hier ist. Ich finde es eine reizende Geste, dass Sie Ihre Schwester mitgebracht haben. Tatsächlich? Oh, sie wollte ja nicht mitkommen. Aber ich wollte es. Bitte setzt euch. Komm, Schwesterherz. Miss Atwater, ich habe nicht viel Zeit. Ich wollte Ihnen nur sagen, wie fantastisch ich Sie finde. Finde ich auch und ich habe Zeit. Miss Atwater, ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht mal für unseren Tierschutzverein sprechen würden. Das wäre mir ein Vergnügen. Tiere habe ich leidenschaftlich gern. Mitzi! Mitzi, komm her! Komm her, Schatz, komm her! Oh, ich verwöhne die Kleine viel zu sehr, aber sie ist eben mein Ein und Alles. Ohne meine Süße wäre ich verloren. Oh, oh, an sowas sollten wir gar nicht denken. Oh, das Telefon terrorisiert mich heute. Ihr müsst mich kurz entschuldigen, tut mir leid. Klar. Mitzi, du bleibst schön hier, Schatz. Ich hoffe sehr, dass ihr Hunde mögt. Oh, ich liebe alle Lebewesen. Oh, ich auch. Okay, du hast, was du wolltest. Jetzt mach einen Abgang. Ich denke, ich sollte ihr zumindest auf Wiedersehen sagen, Terry. Na gut, aber ruckzuck, ja? Hier wird über meine Zukunft entschieden und deine Anwesenheit macht mich nervös. Ist ja schon gut, ich verschwinde gleich. Okay. Hey, Katie, die Hütte hier, die hat was. Ja, die Dame ist gut bei Kasse, das ist klar. Hey, und der Balkon!
Na du, hallo kleine Mitzi. Du bist aber eine Süße. Ha? Was eine Aussicht! Ha! Ehrlich, eine gute Wohnung, steh ich drauf. Ja, noch ein paar Spiegel und ich würde mich hier richtig wohlfühlen. Komm hier, los, lauf, lauf! Los, hol den Ball. Ja, Mitzi, komm! Bravo, Hund! Hey, hey, lass bloß den Köter in Ruhe. Was ist denn? Wir spielen doch nur ein bisschen. Ach, du machst nur was kaputt. Geh nach Haus und spiel mit Lester. Krieg dich ein, Terry. Hier, wirf du mal. Ich spiele aber nicht mit Hunden. Ach, komm, stell dich nicht an. Ich sag dir nein, lass den Unsinn. Na, jetzt versuch's doch wenigstens mal. Los! Oh mein Gott, nein! Ellen, das hättest du sehen sollen, wie der geguckt hat. Hey, schon wieder da. Das ist aber ziemlich schnell gegangen. Wie war es bei Mrs. Atwater? Nicht besonders. Ach komm, du bist nur nervös deswegen. Ich bin sicher, es lief besser, als du denkst. Es lief besser, als er denkt, oder? Oh, was ist passiert, hä? Katie hat ihren Köter gekillt. Katie hat ihren Hund getötet? So ist es. Wieso? Es war ein Unfall, Mom. Ich warf den Tennisball zu Terry und der Ball flog über den Balkon und der Hund ist... Ist was? Oh mein Gott. Aber vielleicht ist der Hund noch okay. Wie hoch war's denn? 43. Stock. Dann geh doch noch mal hin. Vielleicht ist er noch nicht aufgeschlagen. Sag mal, Terry, wie hat Mrs. Atwater reagiert? Sie hat noch gar keine Ahnung. Sie hat im Nebenraum telefoniert, als es passiert ist. Dann kam sie raus und sagte, sie müsste jetzt leider weg. Es wäre ein dringender Notfall. Und wirst du sie anrufen und es ihr sagen? Das ist gar nicht nötig. Sie kommt hierher in 45 Minuten, und zwar direkt von ihrem Notfall, damit wir uns in Ruhe beschnuppern können. Sieht so aus, als würdet ihr euch gleich sehr gründlich kennenlernen. Und wie soll ich ihr erklären, dass ihr Hund vom Balkon gesprungen ist? Oh, du kannst ja sagen, der Hund sah deprimiert aus. Also, sie wird schon in 45 Minuten hier sein, hä? Vielleicht sollte ich ein paar Häppchen vorbereiten. Gute Idee. Wie wär's mit kleinen Hot Dogs? In meinen düstersten Albträumen hätte ich mir nicht vorstellen können, dass die Sache derart schieflaufen kann. Na, warte doch mal. Ja, meistens haben solche Vorfälle auch eine gute Seite. Wenn der Hund noch nicht vom Balkon gesprungen wäre, dann... Nein, nein, dieser Vorfall hat keine gute Seite. Ich wollte mein Leben lang immer nur freundlich und human zu anderen Lebewesen sein. Und dann mache ich mich schuldig durch einen mörderischen Akt gegen ein unschuldiges Wesen. Ich bin nicht so unschuldig. Hör mal, es war mein Fehler. Ich hätte dich nicht mitnehmen sollen. Du und unschuldig? Ich meinte den Hund. Den Hund? Den Hund? Weißt du, Katie, der Hund hat ausgelitten. Aber wo bleibe ich? Wo bleibt mein Stipendium? Hör mal, ich ignoriere diesen Kommentar, Terry. Du bist ein Egoist, aber du wirst doch nicht ernsthaft denken, dass dein saublödes Stipendium wichtiger ist als das Leben eines Tieres. Genau das denke ich, oder? Doch. Dann schäm dich, du herzloser Affe! Ich soll mich schämen? Ich? Bist du vom Wahnsinn umzingelt? Und was jetzt? Ich meine, sollen wir was dazu sagen, oder? Ich habe keine Ahnung. Hätte ich doch nur diesen Ratgeber für die moderne Stieffamilie gelesen. Aber ich habe das Buch gelesen und es steht überhaupt nichts drin über eine Stiefschwester, die bei der Stipendienvergabe aus Versehen einen Hund tötet. Ist dir sowas schon mal passiert? Allerdings. Es ging ja nur um meine Zukunft. Okay, du machst dich breit, du fragst die Lady, ob sie vor deinen Tierfreunden spricht, und dann killst du ihren Hund.
Du ruinierst meine Chancen auf ein Stipendium und bist obendrein der Meinung, und das ist wirklich ein Knaller, dass ich mich dafür schämen sollte. Das ist wirklich der Abschuss, Katie. Weißt du was? Du schuldest mir $20,000 fürs College und obendrein musst du dich entschuldigen. Terry, es tut mir so leid. Oh, hey, 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 hey. Nein, bitte nicht. Hey. Oho, oho, nicht heulen. Du kannst alles tun, nur das nicht. Katie, hey, komm schon, ja? Sei bitte wieder sauer. Okay, schon gut. Du hast dich bereits entschuldigt. Also, vergessen wir mal die $20,000. Zählt uns auch. Oh, komm schon, Katie, lass es. Du brauchst mir nichts zu bezahlen. Ich will kein Geld von dir, also hör bitte mit der Heulerei auf. Oh, hey, Katie, ich bitte dich, ja? Lass es gut sein. Komm schon. Es tut mir so leid. So was Schlimmes habe ich noch nie getan. Ich bin ein grauenhafter Mensch. Unsinn! Du und ein grauenhafter Mensch. Nein, du bist großartig. Was? Ach, komm schon, wieso weinst du denn jetzt schon wieder? Du bist so nett zu mir. Ich hab dir alles kaputt gemacht. Alle Hoffnungen zerstört. Also jetzt hör mal, Katie. Du hast mir nicht alles kaputt gemacht. Naja, das heißt... Hör zu, es war ein Fehler. Jeder macht mal einen Fehler. Ja, manchmal sogar ich. Sei so nett und hör auf zu weinen. Bitte. Okay. Alles okay soweit? Ja. Okay. Hör zu. Also, wenn Miss Edwarder kommt, lege ich sofort ein Geständnis ab. Und die Sache ist gegessen. Nein, nein, nein. Ich werde mit ihr reden. Ich sage ihr, dass es mein Fehler war und dass ich den Ball geworfen habe. Vielleicht kriegst du dein Stipendium. Katie, ihr Hund hat einen 30-minütigen Sturzflug gemacht, als er in unserer Obhut war. Ich glaube, die Details werden ihr ziemlich egal sein. Lass mich mit ihr reden, Terry. Katie, es ist sinnlos. Lass uns nicht mehr darüber reden, okay? Weißt du, ich möchte der Situation mit Würde und Stolz ins Auge sehen. Alles klar? Wieso muss mir sowas passieren? Wieso? Oh, wir sind alle so nervös. Wir trinken das ganze Edwater aus, dabei ist es doch für Mrs. Eiswasser. Ich glaube, ich hätte lieber einen Punsch machen sollen. Oh. Was wird sie sein, Terry? Bist du okay? Ja. Hallo, Mrs. Edwarder. Hallo, Terence. Kommen Sie rein. Es tut mir furchtbar leid, dass ich vorhin so überstürzt aufbrechen musste. Ihnen tut's auch leid. Das ist meine Familie. Sarah Bauer, mein Bruder Lester, mein Dad John, seine Frau Ellen und Katie kennen Sie ja. Hi! Hallo, Katie. Es ist mir ein besonderes Vergnügen. Oh, ja, das freut mich sicher ganz sehr. Ja. Möchten Sie etwas Kaltes trinken? Gern, danke. Ich hoffe, Sie empfinden es nicht als unangemessen. Aber wie Terry in seiner Bewerbung seine Familienverhältnisse geschildert hat, das hatte etwas Bemerkenswertes. Und nun, da ich Sie jetzt hier alle einträchtig beieinander sitzen sehe, wünsche ich dieser Familie von ganzem Herzen alles Gute. Ich trinke auf Ihr Wohl. Oh. Ich habe keine Familie. Nur meinen Hund Mietzi. Ich hätte es vielleicht nicht sagen sollen. Oh, nein, 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 nein. Das ist nur so eine Art Familientradition. Gut gerettet. Tja, ich glaube, wir lassen Sie jetzt besser mit Terry allein. Also, hat mich sehr gefreut, Mrs. Eiswasser. Und jetzt werden wir uns in Ruhe unterhalten, Terry. Miss Edwarder. Lass mich bitte vorausschicken, dass mich deine Bewerbung wirklich enorm beeindruckt hat. Miss Edwarder. Wirklich, nur selten ist es mir vergönnt, einen so hochqualifizierten Kandidaten wie dich zu... Aber Ihr Hund, Miss Edwarder. Hochqualifiziert? Sie bewilligen das Stipendium? Meine Beurteilung ist noch nicht abgeschlossen, aber ich denke, du hast eine ganz reelle Chance. Was ist mit meinem Hund? Ihr Hund? Ihr Hund. Oh, Miss Edwarder.
Ihr Hund sah sehr deprimiert aus. Tatsächlich? Oh, nein. Hören Sie, ich... Lass uns offen miteinander reden, Terry. Mitzi ist manchmal nicht leicht zu nehmen. Sie ist sehr impulsiv. Weißt du, wenn sie Gelegenheit dazu hat, dann hüpft sie einfach von meiner Terrasse. Ich weiß, sowas soll vorkommen. Ja, so ist sie. Sie hat's schon getan, des Öfteren sogar. Hä? Und ja, es ist nicht ganz so, wie du denkst, sondern... da ist noch eine größere Terrasse. Und zwar direkt unter meiner. Und ab und zu springt meine kleine Mitzi... hopp, in die weite Welt. Ja, und aus diesem Grund bin ich bei meinem Nachbarn nicht besonders beliebt, wie du dir sicher denken kannst. So lustig ist es ja nur auch wieder nicht. Die Wahrheit, oh nein, sagen. Das musst du ich nicht! Ich bin Pazifistin. Ich wollte nie einer Fliege etwas zuleide tun. Nie und nimmer. Aber seit heute ist alles anders. Ich war es. Ich habe sie getötet. Hat sie tatsächlich jemanden getötet? Nein, niemand, den Sie kennen. Also, hochqualifiziert haben Sie gesagt. Haben Sie nicht noch sowas auf Lager?